Pyrianna, die Ariarchos nickt wieder und steigt dann von seinem Podest nach unten, kommt dann so ein bisschen auf euch zu. Ihr habt sogar einen Praios-Geweihten dabei. Für dich muss diese Reise sicherlich auch sehr anstrengend gewesen sein, an der Seite von drei Magiern. In der Tat, aber wer bin ich schon? Ich bin ein einfacher Sterblicher, ein Diener des Herrn des Lichts. Und ich muss euch sagen, niemand steht für sich alleine. Weder ich, noch ihr, noch diese Magier. Sollte diese Welt untergehen, so wird auch euer Untergang besiegelt sein, über kurz oder lang. Das sollt ihr bedenken. Es gibt keinen Sieg ohne große Opfer. Wir haben unsere Verschwiegenheit schon einmal für ein hehres Ziel aufgegeben. Und uns ist das Chaos dort unten, auch hier in der Höhe, nicht unbemerkt geblieben. Wir sind wieder natürlich bereit, uns zu offenbaren und das zu schicken, was wir können. Das ist nicht viel, aber wir werden euch unsere Dienste anbieten. Auch in Salem. Ich danke euch, Großmeister. Ihr müsst wissen, Balegan hat etwas befreit. Er nennt sich Mrudal. Er hat den grauen Mann erschlagen. Er ist fort. Die letzten, dem grauen Mann, das richtet er tatsächlich in Richtung von Sandström und Al-Sharak von der Wasserfakultät. Ja, der setzt sich jetzt tatsächlich auch mal hin auf seinen Platz. Und Halman Sandström wird durch seine nebelgrauen Augen sehr schwermütig schauen. Wir können unsere Isolation in diesem Fall nicht aufrechterhalten. Du kannst sehen, wie sich die Großmeisterin der Luft erhebt, Rowena von Shamaham. Eine etwas hagere Frau, das mag aber auch an ihrem Alter liegen. Sie ist einer der Ältesten mit ihren 80 Jahren, trotzdem trotzig. Die Zeit ist ein Sturm, der nichts als Trümmer zurücklässt. Selbst die Berge trägt dieser älteste und unerbitterlichste Wind ab. Salem also, dort wo die Zeit gerinnt. Dieser Ort hat für unser Volk schon viel bedeutet. Es ist ein Hauch des Schicksals, dass es dort wieder geschehen wird. Und was können wir unsere Köpfe alle zusammenbringen und jeder unsere Expertise bezüglich seines Elements bringt? Was genau können wir herbeirufen gemeinsam, um Balegan in die Schranken zu weisen? Ein Meister? Sechs Meister? Nun, unsere Fakultät ist nicht sonderlich groß. Wir haben einige Adepten und sicherlich viel Wissen. Ich bin ebenfalls hier, um die Reinheit dieses Ortes zu nutzen, um eine Waffe zu erschaffen. Eine Waffe, mit der man, wenn man in ihre Nähe kommt, eine Arche töten kann. Das Unholz ist allergisch auf Eis. Und es gibt Ich werde ein Schwert erschaffen aus Eis und Stahl.
aus magischem Eis und Stahl, das der vom Himmel gefallen ist. Und ich werde darin ein Wesen binden, eine Eis-Djinnia, die mir auf meinen Reisen im Norden begegnet ist. Sie ist kalt und logisch. Und doch steht sie für das Sonnenlicht, das durch Eis in seinen Regenbogen getrennt wird. Perfektion und Ordnung. Diese Klinge wird wie keine Erweiterer durch das Archenholz schneiden und alles, was aus Unholz ist oder was wieder natürlich verschmolzen wurde, in Stücke hacken, wie keine andere Waffe es vermögen vermag. So tu dies. Aber bei den dargebotenen Möglichkeiten schlage ich ebenfalls vor, dass wir für jeden Element einen Meister beschwören und so der elementare Hexagon bilden mit 6 einzelnen Ritualen und jeweils einen dahinterstehenden Meister. Wenn wir diese auf Schlachtfeld führen, wir können geballte elementare Kraft auf Paligon und sein Ungetüm, was er heraufbeschworen hat, niederregnen. Wir sind keine Kampfmagier, aber die Herbeirufung, darauf verstehen wir uns. 160 Menschen, die in Draconia wohnen, allerdings sind nicht alle magisch. 6 Fakultäten, jeweils 12 Magier und Druiden, sind 72, die wir ins Feld führen können. Wir werden wohl weniger kämpfen, sondern viel mehr herbeirufen. Wir müssen dafür allerdings die Meister locken. Sie halten sich oft nicht an den Stellen auf, wo wir sie vermuten oder brauchen. Wir müssen ihnen an der richtigen Stelle müssten wir sie herbeirufen. Wir werden uns umsehen. Wenn die Erdmutter es möchte, werden ihre Diener kommen. Das ist gewiss. Sumu wird dich zulassen, dass dieses Unwasser eine noch größere Katastrophe erzeugt als eins bei ihrem Kelch. Dass dieser Morodal tatsächlich den Avatar von einem der Götter vielleicht nicht vernichtet, aber geschlagen hat, ist schwerlich vorzustellen. Aber die Wasser werden sich schon rächen. Nun müssen wir noch all die anderen Elemente mit ins Boot holen, um die Heiligkeit der 6 zu wahren. Wir werden Freiwillige sammeln, die uns nach Süden begleiten und dann aufbrechen. Aber ruht euch erst einmal aus. Das Wissen von Draconia soll euch zur Verfügung stehen. Gibt es hier einen Garten? Selbstverständlich. Gibt es hier eine Bibliothek? Selbstverständlich. Oh, dann führt mich doch auch gleich in die Bibliothek. Oh, das könnten vielleicht Tee-Rezepte aus vergessenen Zeiten hier zu finden sein. Tee? Tee. Bei seltsamer Vorlieben. Bei dieser Aussage wirft K7 mal also so einen interessierten Blick in Richtung von Torhalla Wingenholmer, die sich wahrscheinlich gerade mental vor die Stirn schlägt. Ja. Kasim, genau. Zeige ihnen die Unterbringungsmöglichkeiten und statte sie mit weißen Tuniken und Sandalen aus. Ihr werdet sicherlich in den spartanischen Räumen euch einige Zeit aufhalten müssen, da ich weiß, wie anstrengend der Weg nach oben war und noch sein wird, wenn ihr nach unten steigt. Ist diese Bekleidung Pflicht hier in dieser Akademie? Nun, würde ich gerne mein Honor beibehalten, wenn ihr gestattet.
Wir werden euch nicht zwingen, die weißen Tuniken zu tragen. Es wäre allerdings unhöflich. Du siehst Pyrian da so ein bisschen... grinsen ist es nicht, aber so großväterlich lächeln. Nun, dann fürchte ich, werde ich unhöflich sein müssen. Ich muss darauf bestehen, dass ich meinen Ornat anbehalte. Verzeiht dieses rude Eindringen hier. Es sei euch verziehen in dieser schwierigen Zeit. Ja, Kasim wirft ihm mal so einen entschuldigenden Blick zu, schaut dann zu den anderen. Wo der Rat keine Fragen mehr hat, werde ich unsere Gäste nun zu den Quartieren begleiten und schauen, dass wir etwas zu essen bekommen. Gut, dann könnt ihr euch aufmachen nach einer kurzen Verabschiedung. Wegen der dünnen Luft müssen Fremde so viele Tage, wie ihre K.O. unter 20 liegt, hier oben bleiben. Aktuell liegt eure K.O. ja sogar nochmal 2 Punkte tiefer, also bei irgendwo 10 oder so, bis dann der unkonditionierteste von euch wieder aufbrechen kann. Und wenn ihr euch nicht trennen wollt, dann sind das eben 10 Tage, die ihr hier oben verbringen müsstet. 10 Tage, die ihr grob Zeit habt, bis ihr dann wieder gehen könntet. Ja. Wir können länger bleiben hier. Ihr könnt auch länger bleiben, selbstverständlich. Kasim wird jedem seiner Gefährten einen besonderen Ort zeigen, von dem er denkt, mit seiner beschränkten Menschenkenntnis, dass der Ort ihm gefallen könnte. Priodur, vermutlich zu seinem eigenen Leidwesen, wird über endlose Treppen und Steilgänge und freischwebende Brücken, die so auf keinen Fall natürlich halten würden, auf den höchsten Turm geführt, wo oben so eine Art Meditationsplattform drauf ist, auch mit einem in den Boden eingelassenen Hexagon aus unzählbaren Edelsteinen. An diesem Ort scheint die Sonne am Tage als erstes und als letztes. Herrlich. Nur stört mich dieses Hexagramm hier ein wenig, aber nun gut. Ich will der Preis wird mir wohl verzeihen. In der Entfernung kannst du da auch wohl 2-3 Popowürmer erkennen, die da wohl kreisen und sich gerade behaken. Na gut, mich erzählt mir das Preis dann nicht wahrscheinlich. Ja, ich würde mich da an Meditationssitz hinsetzen und meditieren. Genau. Omar wird in eine wird vermutlich nicht ähnlich tief, aber auch schon relativ tief in die Erde geführt, so einer relativ breiten, freischwebenden Brücke, die über einen Magmastrom fließt. Ich denke, hier wirst du eine Meditation erleben können, die du sonst nirgends hast. Du wirst dem Feuer auf deren nicht näher kommen. Es erinnert mich. Jeder Ort ist selbstverständlich einzigartig. Ja, ich weiß diesen Anblick sehr zu schätzen. Ja. Haldan Rogel wird in die Humusfakultät geführt. Zu dem Gemüsegarten des Konzils, der besonders ist. Alle möglichen Bäume, Kirschen, Äpfel, Pflaumen, riesige Kürbisse, Gemüse, alles auf einmal in einer... Es sprießt wie als hätte Perine diesen Ort höchst selbst gesegnet. Ich denke, hier wirst du einiges lernen können und dich wohlfühlen. Die Leute sind einfach und bodenständig, so wie ihr Element. Während du das sagst, kann Rogel, Haldan, du kannst vor dir erkennen, wie so eine kleine Wurzel an dir vorbeiläuft auf kleinen Beinchen und Arme hat sie wohl auch. So ein kleines Rübenmännchen läuft an dir vorbei. Also Kasim, deine Freunde sind ja sehr nett, aber mir tun die Füße weh. Ich habe euch gezeigt, wo die Unterkünfte sind. Schlaf dich aus. Ich setze mich hier auf den Boden. Ist das okay?
Wenn du dich wohlfühlst. Achte allerdings darauf, dass du niemanden platt trittst oder platt liegst. Ja, sie macht mal so eine huschende Geste, dass so ein kleines Elementarwesen sich langsam aus dem Weg begibt. Sieht aus wie eine Schnecke mit einem hölzernen Schneckenhaus, wo obendrauf so ein kleines Vogelnest ist. Die schlurft dann so gemütlich aus dem Weg. Du merkst, wie ich mit dem Kopf auf den Boden schaue. Kasim? Ja? Da ist eine Rübe an mir vorbei. Also, siehst du die Rübe auch? Da ist eine Rübe an mir vorbeigelaufen. Siehst du die auch? Die siehst du auch, ne? Ja, das sind kleine Elementargeister des Humus. Die stehen für das Leben. Die sind freundlich und tun niemandem etwas zu leide. Da haben keine Beine. Ich setze mich erstmal auf den Boden. Nach kurzer Zeit ist Haldan eingeschlafen. Ja, Kasim erklärt ihm im Prinzip, dass all die Wesen, die hier aus Humus und Holz rumlaufen, Freunde von Mutter Pirene sind. Und dann, ja, erklärt man dem der nächstbesten Adeptin noch, warum der Mann hier liegt und dass man ihn am besten in Ruhe lassen soll. Er ist furchtbar ausgelaugt vom Aufstieg und macht sich dann auf den Weg. Genau. Oh Gott. Gillion Tannenflug, du wirst begleitet an einen unglaublich hübschen Garten. Da sind Springbrunnen. Das Wasser steigt auf, formt Figuren aus Wasser, die dann so halb wieder, so halb in der Luft stehen bleiben. Und dann im Prinzip wie so ein Wasserspeier das Wasser selbst wieder unten ins Becken ausspucken. Überall außenrum sind Blumen in allen Farben, die du dir vorstellen kannst und auch die du dir nicht vorstellen kannst. Eine unglaubliche Pracht, die jeden Palastgarten eines Raya-Tempels vor Neid erblassen lassen würde. Für die nächsten Wochen steht hier eine Steineiche. Wenn du dir einen Platz suchst, bist bestimmt nicht die Erste. Alles und voll von Druiden hier. Ja, ne? Kommt mal ein paar Wochen wieder bis nachher. Und Greldig, der Pirat, der ganz bestimmt kein Pirat ist, das sehen wir. Ja, wird zu einer unterirdischen Höhle geführt, wo ein spiegelglatter See drin ist. Die einzigen Wellen, die geschlagen werden, ist, wenn hier hin und wieder mal seltsame Fische, die zum Teil aus Wasser zu bestehen scheinen, springen und wieder reinspringen. Und die Decke wird von glühenden Pilzen, Ranken, Kristallen erleuchtet. Das ist ein wunderschöner Anblick. Und am Ufer liegt ein kleines Boot. Als Seefahrer und jemand, der mit dem Wasser verbunden ist, denke ich, dass du diesen Ort zu schätzen wissen wirst. Kasim, mir fehlen die Worte, um das zu beschreiben, was ich hier sehe. Dieser Ort ist so voller Schönheit. Ich weiß es sehr zu schätzen. Draconia ist Ordnung und Harmonie in Stein gegossen. Genießt es, solange ihr könnt. Ja, und ja. Rafik wird als erster Schritt vermutlich als eher praktisch orientierter Mensch die Bibliothek gezeigt. Die endlose Bibliothek, die nicht nur Bücher, Schriftrollen auf allen bekannten und unbekannten Lederarten, sondern auch riesige Steintafeln, Stelen aus Eis, in der Luft schwebende Flammenschrift, Schrift, die aus Wasser verläuft, dann gefriert und dann wieder verläuft und danach was völlig anderes darstellt. Alle Formen, die man eben sich vorstellen und auch die man sich nicht vorstellen kann, von Schriftwerk ist hier zu finden. Und da wird Rafik hingebracht. Ich hoffe, ihr findet die Antworten, die ihr sucht. Habt Dank, Kasim Ibn Alam. Wenn es soweit ist, wir werden euch auf der Rasulman immer einen Platz frei halten. Wenn die Zeit der Schlacht gekommen ist, werde ich dort sein. Und wir werden den Sturm rufen, wie ihn noch niemand gesehen hat. Wir werden ihn brauchen. Ja, damit verabschiedet sich Kasim und beginnt mit seinen eigenen Vorbereitungen für die Beschwörung eines bestimmten Djinns, die Verformung des
Meteoreisens, um daraus eine Waffe zu erschaffen. Eine Waffe, um Archen zu töten. Wenn Priodur die nächsten paar Tage und Wochen hier bleiben möchte, die Schriftzeichen, die du vorne hast, nicht lesen können, sind Dragnet-Runen, was du dir jetzt aktivieren dürftest. Okay. Ich würde auch vor allem nach die Bibliothek aufsuchen, weil ich bin sehr an Geschichte ja, und selbstverständlich. Und, ja. Und hier ist wahrscheinlich ein Archiv, was kein Mensch sonst kennt und kein Sterblicher sonst kennt wahrscheinlich. Ja. Das, was die Eisdruiden aufgeschrieben haben, geht teilweise bruchstückhaft, weil sehr viel, aber bis zu 30.000 Jahre zurück. Das sind Ereignisse, die man mittels Blick in die Vergangenheit herausgefunden hat. Zu diesem Zeitpunkt war die Festung völlig unverändert. Also sie ist älter als 30.000 Jahre mindestens. Die Zahl ist auch explizit hier so datiert. Mich interessiert die menschliche Geschichte anstatt die vormenschliche. Das sind nur ungefähr 1.000 Jahre. Aber du hast ja Zeit. Hoffe ich. Genau. Genau, die Unterbringungen, die ihr habt, sind alle unglaublich spartanisch. Das sind einfache Steinliegen, auf die aus Flachs und Stoff einfache Matratzen gelegt wurden. Und da ist der Eingang ist einfach so ein Loch in der Wand, ein rechteckiges, wo ein Vorhang zuziehen kann. Es gibt keine Türen. Immer mal wieder kann man an Räumen vorbeilaufen, wo die Tür offensichtlich verschlossen wurde durch eine elementare Wand. Also es kann auch durchaus sein, dass man eine Tür hat, wo einfach eine munter vor sich hin lodernde Feuerwand die Tür verschließt. Aber das scheint den Rest des Gebäudes nicht zu ignorieren. Auch andere Sachen scheinen einfach nicht Feuer zu fangen. Genau. Es gibt selbstverständlich auch noch normale profane Menschen, die sich dann hier um die Magier kümmern und auch gute Alchemisten, die dann grelldick neuen Schnaps brauen können in allen Formen und Farben. Oh, perfekt. Wenn ihr Gideon übrigens nach 2 Wochen dann irgendwann wieder seht und fragt, wie er denn die Unterkunft hier findet, er weiß es nicht, er war da noch nie drin. Okay. Ja. Der wird sich bestimmt mit den bornländischen Humus-Druiden Großmeister-Ehepaar anfreunden. Die sind nämlich echt nette Leute. Also die ersten 2 Wochen war wirklich in den Garten rein, eingewurzelt. Wir sehen uns in 2 Wochen.